Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal. Wir spielen Stranded Cells Explorers of the Cursed Island. Das Spiel hat uns der gute Thomas gesponsert. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kenne das, ich habe davon schon mal was gelesen und so und hatte mir auch gedacht, oh, es ist interessant, hatte das Spiel aber total, ja, total wieder vergessen und aus den Augen verloren und freue mich deswegen jetzt umso mehr, dass der Thomas da an mich gedacht hat. Vielen, vielen Dank dafür. So, Stranded Cells. Was ist Stranded Cells? Ich habe hier mal den Beschreibungstext aufgemacht. Und zwar, Stranded Cells ist ein Open-World-Farming-Simulator. Farming-Abenteuer. Voller Entdeckungen und Quests. Als Schiffbrüchiger landest du mit deiner Crew auf einer geheimnisvollen Inselgruppe. Jetzt liegt es bei dir, das Überleben zu sichern und die Mysterien tief im Inneren der Insel für die Flucht zu lösen. So, genau, das ist also das, was der Entwickler dazu sagt und wir schauen einfach mal rein. Ich habe schon ein paar Einstellungen gemacht, ich habe die Musik etwas leiser gemacht und so weiter, also sollte jetzt, denke ich, vom Ton her gut passen und ja, wir können dann einfach starten. So, ich bin natürlich weiblich und auch immer noch Mulenia, aber mit einem großen M, mit einem großen M, aha. Wieder Caps an, ne? Das ist so eine Krankheit von mir irgendwie. So, dann beginnen wir. Gen, guten Morgen, Welt. Heute ist ein großer Tag. Du gehst auf ein großes Abenteuer. Eine Reise auf die andere Seite des Ozeans. Ein Ort mit dichten Wäldern und verschneiten Gletschern. Du hattest einen merkwürdigen Traum letzte Nacht. Irgendetwas mit einer exotischen Insel, einem sprechenden Papagei und einem angespülten Schiffswrack? Was könnte das alles bedeuten? Du bist dir nicht sicher. Oh, was ist das? Eine Notiz von deinem Vater, du solltest sie lesen. Okay, die liegt hier vorne, die glitzert ein bisschen. Aber, ui, aber schon in etwas längeren Abständen, ne? So, interagiere. Okay. Guten Morgen, mein Kind. Ich hoffe, du hast gut geschlafen und bist ausgeruht für unsere große Reise. Die Mannschaft und ich treffen bereits Vorkehrungen an den Docks. Bitte komme so schnell du kannst. Wir wollen schließlich nicht ohne dich aufbrechen. PS. Ich habe dir einen Rucksack als verspätetes Geburtstagsgeschenk dagelassen. Ich habe ihn mit den wichtigsten Sachen für unsere Reise gepackt. Achte darauf, dass du ihn mitbringst. PPS. Kümmere dich nicht um die Möbel. Die neuen Besitzer wollen sie sicher behalten. Okay. So, nimm deinen Rucksack. Erforsche die Welt. Handbucheintrag erhalten. Mit Escape anschauen. Bewegen. Okay, also das ist jetzt nur auch nochmal Tutorial, wo man nochmal nachlesen könnte. Aha. Also bewegen kann man sich auch mit WASD. Ja, ich hatte schon gelesen, dass das sich mit Controller besser steuern lässt. Ich bin eigentlich eine Maus- und Tastaturspieler. Also ich bin da schon, ich spiele gerne mit Maus und Tastatur, aber ich merke schon, dass die Steuerung ja, mir nicht liegt. Ich werde dann vielleicht einfach ja, ändern und dann den Controller benutzen. Aber wir schauen mal. Jetzt diesen Part machen wir mit Maus und Tastatur und den nächsten versuchen wir mit Controller und das, was komfortabler ist, das wird dann genutzt. So, jetzt holen wir uns erstmal den Rucksack und dann verlasse dein Haus. Ja, okay. Tschüss, Haus. Mir gefällt die Grafik, finde ich toll. So. Oh, wir sind draußen. Kann ich hier... Hier komme ich gar nicht lang. Dann muss ich wohl in die andere Richtung. Okay. So, dann trifft dein Vater an den Docks. Das sollten wir hinbekommen. Oh, Wasser. Oh, da war eine Ratte. Oh, wie toll. Eine Ratte. Ich versuche mal mit Maus zu laufen. Ah, okay. Also wenn ich... Ah, wenn man doppelklickt, dann braucht man nicht die ganze Zeit drücken, sondern die folgt dann einfach der Maus. Hier. Ach, das ist ja komfortabel. Das finde ich gut.
So, rede mit deinem Vater. Du bist mein Vater, du siehst ein bisschen aus wie Jack Sparrow. Ziemlich cool. Okay, so, dann wollen wir mal... Muss ich so nah ran? Okay. Ahoi, Mulenia, mein Kind. Es ist schön, dich zu sehen. Ich hoffe, die letzte Nacht in deinem alten Bett war erholsam. Ein merkwürdiger Traum, sagst du? Eigenartig. Nun, denk nicht zu sehr darüber nach. Ho, ho. Wir freuen uns doch lieber auf unsere große Reise. Zu schneebedeckten Bergen und Wäldern auf der anderen Seite des Ozeans. Bist du bereit für dieses große Abenteuer? Sicher? Juhu. Ho, ho. Es ist schön zu sehen, dass du genauso aufgeregt bist wie ich. Wir sind fast bereit zum Aufbruch. Bitte, mein Kind, bringe deinen Rucksack in unsere Kajüte und kehre zu mir zurück. Ich muss dich noch um einen letzten Gefallen bitten, bevor wir Segel setzen können. Okay. So, wer bist denn du? Hallo? Das ist also die Crew. Gut, wir gehen mal aufs Schiff und dann in die Kajüte. Da rein. Ah ja, das ist also... Lege deinen Rucksack auf dein Bett. Okay, rede mit Schatz. Alles klar, dann gehen wir wieder raus. Hallo. Sehr gut, Mulenia. Jetzt haben wir alles beisammen. Alles außer einer wichtigen Sache. Wir brauchen ein Apfelfass aus dem Lager hinter dem Schiff. Was würden wir auf einer so langen Reise ohne ein paar saftige Äpfel machen? Sei so nett und lade eines der Fässer auf unser Schiff, mein Kind. Apfelfässer? Lager hinterm Schiff? Von hier? Da. Okay, lade das Apfelfass auf die Schiffsmitte. Gut. Schauen wir mal. Also ich muss schon sagen, die Steuerung ist mit dem Controller vielleicht am Ende doch einfacher. Weil über WASD ist das schon sehr hart, die Bewegung. Ne? Das gefällt mir nicht so. Jetzt hier so mit dem Doppelklick geht das. Aber das muss man ja auch anhalten dann. So. Okay, rede mit Charles. Hallo. Danke, dass du das Fass geholt hast, mein Kind. Jetzt ist alles vorbereitet und wir sind bereit aufzubrechen. Lass mich die Mannschaft informieren. Alle Mann an Deck. Bereit machen zum Ankerlichten. Mulenia, mein Kind, es ist an der Zeit. Du kannst die Leinen lösen, damit wir diese Stadt ein für alle Mal verlassen können. Okay. So, wir dürfen die Leinen lösen. Ja, ich muss hier mal eben raus. Okay. So. Alles gelöst. So. Danke, mein Kind. Fritz und Logan machen sich bereit, den Anker zu lichten. Bitte, Mulenia, du bist leicht und flink, perfekt für Aufgaben oben auf dem Mast. Würdest du die Takelage hochklettern und die Segel für mich hissen? Beginne mit dem Segel hinter mir und arbeite dich nach vorne. Okay. Komme ich da hoch hier? Und dann... Ein Segel. Und das zweite dann hier. Aber so weit hoch muss ich ja noch nicht. Ich muss jetzt erstmal nur die Segel. Hey. Okay, nochmal ganz langsam jetzt.
So, dann haben wir noch ein Segel, ne? So, das war's. Dann rede mit Charles, okay. So, alles erledigt. Danke, mein Kind. Lass uns von dieser grauen und engen Stadt... Lass uns von dieser grauen und engen Stadt verabschieden. Schon bald werden wir auf der Hohen See unserem Ziel entgegensegeln. In eine bessere Zukunft für uns alle und ein Leben voller Möglichkeiten. Wir segeln. Okay. Kann ich rumlaufen? Ja, ich kann rumlaufen. So, dann schauen wir mal, ob wir irgendwas machen können, mit den Leuten reden. Es ist so schön, dich zu sehen, meine Liebe. Und du? Ich bin froh, dass wir diese Stadt für immer verlassen. Und wer seid ihr? Fritz, ich frage mich, was für neue Fische wir fangen werden. Okay, und du? Hey! Sven, jedes Werkzeug kann ein Hammer sein. Haha. Ja. Und? Ja. Cecile, Mulenia, wie schön, dich zu sehen. Rede mit Charles, ja? Wir reden gleich mit Charles. Ich will erstmal alle kennenlernen. Fiola, es ist so schön, mit euch allen hier zu sein. Jeder ist auf einer eigenen Reise im Leben. Wir alle hatten unsere Gründe, unser Zuhause hinter uns zu lassen. Dadurch fühle ich mich von allen ein wenig verstanden. Okay, dann haben wir noch hier oben Logan. Wenn man einen Baum fällt, muss man aufpassen, dass er einem nicht auf den Kopf fällt. Ja, das ist ein guter Tipp. So. Ahoi, mein Kind. Das Wetter sieht gut aus. Wir scheinen auf dem richtigen Kurs zu sein. Es gibt nicht viel zu tun, außer die Brise zu genießen. Eine tolle Gelegenheit für dich, die Mannschaft näher kennenzulernen. Ich bin sicher, dass sie auch gerne mit dir sprechen würde. Bitte, mein Kind, sei so gut und sage jedem einmal Hallo. Ach, das habe ich doch gerade gemacht. Oh, verdammt, hätte ich das gewusst. Puh. Du bist es, Mulenia. Hier ist ungefähr genauso viel Platz wie in der Stadt. Nicht genug. Wir haben fast die Hälfte unserer Reise hinter uns, also werde ich es wohl überleben. Wenn wir endlich ankommen, werde ich zuerst einen abgelegenen Ort suchen, eine Hütte bauen und die Freiheit genießen. Okay. Dann nochmal Fiola. Hey ho, Mulenia, das Wetter ist toll, oder? Die salzige Brise und pralle Sonne sind einfach perfekt. Nach dem Verlust meiner Farm an die Fabriken in der Stadt freue ich mich auf einen Neuanfang. Ich bin froh, dich hier an Bord getroffen zu haben, Mulenia. Ja, du bist irgendwie nett. So. Oh. Brenda, guten Tag, Mulenia. Es ist schön, dich hier mit uns allen auf diesem Abenteuer zu haben. Ich vermisse es wirklich, den Hammer zu schwingen. Ich vermisse den Klang von Stahl auf Stahl. Sprühende Funken und die Hitze der Schmiede. Mulenia, eines Tages werde ich wieder schmieden. Ich werde die erlesensten Werkzeuge und Waffen schmieden. Ich würde es sogar hier an Bord versuchen, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass dein Vater mich über die Reling werfen würde. Ha. Okay. Und du? Hallo, meine Liebe. Es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe mich auf unsere Zeit auf dem Schiff gefreut. Ruhe, nur unterbrochen von den Klängen des Windes und der Wellen. Es ist wirklich entspannt. Ich werde dir etwas wärmere Kleidung nähen, wenn wir angekommen sind, meine Liebe. Du bist so erwachsen geworden, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich kann mir dich wirklich in den Fußstapfen deines Vaters vorstellen. Oh, Mulenia, ich werde schon wieder sentimental. Warum sprichst du nicht mit den anderen, während ich in alten Erinnerungen schwelge? So. Fritz, alles klar? Die Sonne brennt, Mann. Ich hoffe, sie verbrennt mir nicht die Birne. Ich will mir meine grauen Zellen wirklich nicht von so einem Sonnenstich kaputt machen lassen. Mulenia, ich habe mich gefragt, ob ich mit dem Tempo des Schiffs mithalten kann, wenn ich schwimme.
Definitiv zu riskant ist zu versuchen. Sogar für mich. Ich werde einfach versuchen, ein riesiges Seeungeheuer mit meiner Angel zu fangen. Ja, viel Spaß. Sven, ahoi Landratte. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich dich so nenne. Haha, na, nenn mich, wie du willst. Dieses Schiff ist eine wahre Schönheit, findest du nicht? Kannst du fühlen, wie sanft es die Wellen reitet? So elegant. Wer auch immer dieses Schiff gebaut hat, war ein wahrer Meister seiner Kunst. Mein Traum ist es, eines Tages auch so ein Meisterwerk zu erschaffen. Okay. Also, ich muss ja sagen, seit My Time at Portia bin ich ja immer gleich jetzt so bei diesen neuen Spielen und so, die Grafik erinnert mich auch einfach an Portia, gehe ich eigentlich davon aus, ne, wir können irgendwann Familie gründen und so, also dann wäre das hier schon mal so ein Kandidat dafür. So, wir haben jetzt noch Cecile, genau. Ja. Cecile, bonjour, Molenia. Was willst du von mir? Wissen, warum ich hier bin? Nun, ich möchte neue Dinge finden, die ich in meiner Küche verwenden kann. Neue und aufregende Rezepte, um die Welt zu beeindrucken. Beantwortet das deine Frage? Gut. Könntest du mich dann in Ruhe lassen? Ich muss noch einige Dinge für unsere Ankunft vorbereiten. Okay, die ist ein bisschen schnippisch. Die war vorhin doch nett. So. Ahoi, mein Kind. Ich sehe, du verstehst dich mit allen gut. Das ist toll. Ich bin sicher, selbst Cecile wird mehr mit dir reden, sobald wir angekommen sind. Ho, ho. Warte, was war das? Ein bunter Vogel? Ich sehe ihn nicht mehr. Er muss irgendwo auf dem Schiff gelandet sein. Schau mal nach, Molenia. Vielleicht kannst du ihn einfangen. Ein Papagei fangen. Okay, wir fangen einen Papagei. Oh. Wo könnte der gelandet sein? Ah, da bestimmt irgendwo oben auf den... Ja, ich denke mal, wir gehen mal gleich in der Mitte hoch. Ne? Ganz nach oben? Klar, ganz nach oben. Da sitzt er. Nein, ich will ja gar nicht runter. Ich will ja hoch. Das ist der Vogel. Es ist ein Papagei. Er erinnert mich an den Vogel aus meinem Traum, kurz bevor wir die Stadt verließen. Auch wenn dieser scheinbar nicht sprechen kann. Er schaut mich neugierig und aufgeregt an. Etwas ist passiert. Er schlägt mit den Flügeln und wirkt beunruhigt. Da kommt ein Sturm. So, kehre aufs Deck zurück. Schnell runter. Ich glaube, bei dem Wellengang sollte man jetzt nicht unbedingt da oben sein. Ahoi, mein Kind. Konntest du den Vogel finden? Oh, er ist weggeflogen. Nun, ich denke, ich weiß warum. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, hat sich das Wetter stark verschlechtert. Und dieser Vogel ist irgendwo hingeflogen. Also muss hier irgendwo Land in der Nähe sein. Das wären gute Neuigkeiten, wenn wir nicht Land erst in ungefähr 2 Wochen begegnen sollten. Ich hoffe, wir sind auf dem Weg nicht vom Kurs abgekommen. Und der Sturm, der sich direkt über uns zusammenbraut, bereitet mir Kopfschmerzen. Schnell, Molenia, geh und suche Schutz in unserer Kajüte. Okay. So, Kajüte war da unten. Der Sturm wird stärker, droht das Schiff zu zerreißen. Mächtige Wellen werfen es herum wie eine Nussschale. Bretter knarren und zerbersten. Schließlich kracht das Schiff gegen etwas Gewaltiges und Dunkelheit obsiegt. Oh. Wach auf. Bewegen. Uff. Was ist passiert? Das Letzte, woran du dich erinnern kannst, ist, dass du gefallen bist. Dann durch die Wellen gebrochen. Du bist so erschöpft. Was könnte deinem Vater und der Mannschaft passiert sein? Du solltest diese Insel untersuchen. Vielleicht kannst du sie finden. Okay, untersuche die Insel nach anderen Überlebenden. Okay. Wir haben hier oben einen Energiebalken oder sowas. Oder einen EP-Balken.
Ah, hier. Verausgabe dich nicht. Neuen Handbucheintrag erhalten. Schauen wir uns an. Deine Energie bestimmt, wie viel du tun kannst, bevor du erschöpft bist. Der blaue Balken an der Oberseite deines Bildschirms zeigt dir, wie viel Energie du noch übrig hast. Beinahe alles, was du tust, kostet ein wenig Energie. Manche Aktionen mehr als andere. Wenn deine Energie auf Null fällt, bist du komplett erschöpft und du wirst ohnmächtig. In Ohnmacht zu fallen, lässt dich an Ort und Stelle zusammenbrechen und im Lager wieder aufwachen. Du verlierst keine Gegenstände, aber du wirst dich aufs Neue vorbereiten müssen, um genauso weit reisen zu können wie zuvor. Tipp: Du kannst sprinten, um schneller zu laufen, aber es kostet auch mehr Energie. Behalte deine Energie immer im Auge. Okay, gut. Gut, gut. Suche die Insel ab. Das war kein Stein. Aber da kann ich nicht interagieren mit. Okay. Ah, eine Schildkröte. Hallo. War das andere auch gerade eine Schildkröte? Ja, ach, wie cool. Okay. Also bis jetzt kann ich noch niemanden sehen. Da könnte was sein. Ah, hier. Sven, ahoi Mulenja. Habe ich also richtig gesehen, dass du da drüben liegst? Entschuldige, dass ich dir nicht geholfen habe. Ich bin gerade erst selber wieder auf dem Bein. Dir ist es sicherlich auch aufgefallen, aber wo auch immer wir sind, es ist nicht der Ort, zu dem wir eigentlich wollten. Das hier ist etwas zu tropisch für eine schneebedeckte Tundra. Mann, ist mir schwindelig. Mein Kopf fühlt sich an wie eine geknackte Walnuss. Du siehst auch nicht so gut aus. Du solltest einen Apfel aus dem Fass hier essen, dann wirst du dich besser fühlen. Näher richte dich dem Apfelfass. Ein Apfel essen. Hey, Landratte. Du siehst schon viel besser aus. Hab dir ja gesagt, ein Apfel wird helfen. Gut, dass wir dieses Fass mitgenommen haben. Achte immer auf deine Energie, Mulenja. Wir wollen doch nicht, dass du mitten im Nirgendwo in Ohnmacht fällst. Okay. Mein Kopf schmerzt immer noch. Ich glaube, irgendwas hat mich bei dem Unfall getroffen. Aber mach dir mal keinen Kopf, das wird schon. Genau wie du habe ich keine Ahnung, was mit den anderen passiert ist. Ich sehe, dass ein großer Teil unseres schönen Schiffs auf der Insel neben uns gestrandet ist. Wenn wir die anderen finden wollen, sollten wir uns mal umschauen. Wir sollten versuchen, ein Floß zu bauen, das uns über das tiefe Wasser bringt. Wie wär's? Ich sammle ein paar dieser zerfetzten Bretter hier, während du nach etwas anderem suchst. Wir brauchen ein Segel, einen Mast und etwas, um alles zusammenzuknoten. Ich bin sicher, dass du in diesem Durcheinander etwas Nützliches finden kannst. Okay, gut. Ja, ich suche dann mal. Regeneriere deine Energie. Da gucken wir nochmal eben rein. Fülle deine Energie auf, indem du in deinem Bett im Lager schläfst oder Gerichte aus deiner Proviantauswahl isst. Wenn du unterwegs bist, So. In deinem gemütlichen Bett zu schlafen, stellt nicht nur Energie wieder her, sondern lässt auch etwas Zeit vergehen. Kümmere dich um deine Pflanzen, bevor du schlafen gehst, damit sie weiter wachsen, während du schläfst. Dein Proviant sind die einzige Quelle für Energie während deiner Expedition. Fülle deine Taschen mit Gerichten, bevor du die Welt erforscht. Ohne sie kommst du nicht weit. Tipp: Um nicht den ganzen Tag zu verschlafen und mitten in der Nacht aufzuwachen, kannst du jederzeit aufwachen. Okay, das ist gut. Also Äpfel haben wir. Können wir die einpacken oder doch nur futtern? Nur futtern. Jo. Okay, so, wir machen uns jetzt dann auf den Weg und suchen irgendwelche Dinge. Allerdings würde ich jetzt erstmal den ersten Part beenden. Nochmal vielen, vielen Dank, Thomas. Also bis jetzt sieht das Spiel wirklich toll aus und ja, ich hoffe, euch gefällt es und ihr seid dann im nächsten Part wieder mit dabei. Also, bis dann. Ciao, ciao.